Guten Morgen zu Vlog Nummer 3 von der Arosa Flora hier auf der Mosel. Die Sonne lacht, das Wetter passt, alles perfekt. Ulrike ist auch mit am Start neben mir. Wir haben schon lecker gefrühstückt und du warst baden, ich auch. Genau, ja. Wir sind sozusagen heute schon sportlich in den Tag gestartet, waren gerade frühstücken, machen uns jetzt auf in die Altstadt von Bernkastel-Kues. Und dann werden wir heute am Nachmittag ein bisschen sportlicher und nehmen euch natürlich wieder mit und genießen jetzt erstmal die tolle Sonne. Genau. Was wir noch verraten wollen, neben der Altstadt wollen wir auch noch hier hoch zur Burgruine Landshut. Das soll man auch gut auf eigene Faust schaffen. Ja, die Vorgabe war so 45 Minuten ist der Fußweg. Mal schauen, ob wir das einhalten können. Alternativ gibt es auch wieder einen Bus-Shuttle, der soll auch in der Stadt abfahren. Aber wir wollen ein bisschen Sport machen bei dem vielen leckeren Essen. Müssen wir uns auch wieder ein bisschen fit halten. Das machen wir und wir freuen uns natürlich, wenn ihr wieder einschaltet und mit dabei seid. Erste Meldung von uns hier. Wir sind gerade vom Altstadtbummel in Bernkastel-Kues. Super schöne Stadt bis jetzt, also sehr klein, gemütlich, aber ganz toll mit den Fachwerkhäusern. Sind wir jetzt hier auf dem Wanderweg zur Burgruine. Ulrike macht da hinten noch ein schönes Erinnerungsfoto. Genau. Habt nämlich einen tollen Blick hier auf die Mosel und die Arosa Flora steht auch hier unten. Wir sind schon wieder ein bisschen außer Atem. Ihr denkt wahrscheinlich auch, wir sind ziemlich unfit nach dem gestrigen Tag. Es ist aber auch wirklich warm. Also wir wollen uns ja nicht beschweren, das Wetter ist wirklich toll. Man hat natürlich, wie Christian gerade schon gesagt hat, einen fantastischen Blick hier über das gesamte Gebiet. Wirklich schön, aber man braucht eine ganz schöne Kondition. Genau, und ist auch sehr schön im Vergleich zu gestern, wandert man direkt auch durch das Weinanbaugebiet. Genau, feste Schuhe sind ganz, ganz wichtig. Ich mache das immer so, ich nehme immer Schlappen mit und dann tausche ich das aus, so macht die Frau das eben. Mhm. Das geht ganz gut. Und jetzt haben wir noch ungefähr 200 Meter zur Burg nach oben und da schauen wir mal, was uns erwartet. Kleiner Tipp noch, wie wir vorhin angemerkt haben, Ulrike zeigt es schon perfekt. Hinter uns steht der Bus, der euch auch zur Burgruine hochführt. Der fährt am Omnibusparkplatz jede volle Stunde ab. Kann man also eigentlich nicht übersehen. Ja, von der Farbe her sowieso nicht. Fährt jetzt auch gerade wieder runter. Also wir müssen nachher auch wieder runterlaufen wahrscheinlich, weil wir wieder zu langsam waren. Wir wollen jetzt runterlaufen natürlich, deshalb. Aber wenn ihr wollt, dann könnt ihr das nutzen, weil ich muss sagen, der Weg ist ganz schön steil und man braucht auf jeden Fall ein bisschen Kondition. Genau. We don't have to say much, let our lips touch. I will stay with you until the end. Meet me in the dark. Ja, nach einer kleinen Wanderung über Stock und Stein sind wir jetzt angekommen auf dem Aussichtspunkt bzw. dem Turm der Burgruine Landshut. Mhm. Eigentlich kostet das 5 Euro Eintritt, um hier hochzukommen. Scheinbar wegen Corona ist das jetzt kostenlos. Genau, auf jeden Fall müssen wir den Mund- und Nasenschutz tragen. Ich halte mich gerade hier schon fest, weil es ist doch ganz schön hoch. Also mit Höhenangst sollte man das vielleicht nicht tun. Ist auf jeden Fall trotzdem ein Erlebnis, einfach diese Burgruine nach oben zu krabbeln. Und der Ausblick, der ist fantastisch. Genau, kleine Anmerkung noch, hier gibt es auch noch ein Panorama-Café. Leider ist das aktuell auch geschlossen wegen Corona, aber der Ausblick entschädigt auf jeden Fall. I want you close to me, you give me what I need. Leave everyone behind, you're all I think about. Wir sind jetzt wieder auf dem Rückweg ins Tal, denn das Mittagessen steht nachher auch an, da wir oben auf der Burgruine nichts gekriegt haben, nichts zu trinken, nichts zu essen. Also im Hinterkopf behalten, dass Dienstag Ruhetag ist. Genau, das hat uns gerade so ein bisschen traurig gemacht, weil wir gesagt haben, wir wollen unbedingt nach oben und dort vielleicht ein Weinchen trinken oder. Ja, Dienstag ist Ruhetag, das heißt, das machen wir jetzt irgendwie unten im Tal oder ich schnapp mir eine Traube und dann müssen wir halt an der Traube nuckeln. Ja, mal sehen, ob das dann meinen Geschmack gibt. You give me what I need. Everyone behind, you're all I think about.
auf zu Runde 2 in Bernkastel-Kues. Ja, der Nachmittag gestaltet sich doch anders als gedacht. Wir wollten eigentlich Kanu oder Kajak fahren. Die sind alle ausgebucht bzw. ausgeliehen. Aber großes Lob an Arosa. Die hatten sogar versucht, da noch was zu organisieren für uns. Ja, das war wirklich toll. Und wir hatten gar nicht mehr damit gerechnet. Und die Dame kam sofort und hat gesagt, ja, ich rufe gleich mal an. Das war echt toll. Aber ja, dann wollten wir eigentlich Fahrräder ausleihen. Auch da ist leider schon alles weg. Deswegen haben wir jetzt die Inline-Skates geschnappt. Ja, in weiser Voraussicht hatten wir unsere eigenen Inliner mitgenommen, weil man ja auch hier an der Mosel den Radweg nutzen kann. Da wollen wir jetzt ein bisschen langdüsen mit den Inlinern. Und dann nehmen wir euch mal actionreich noch mit. Mal gucken, was passiert. Abendprogramm in Bernkastel-Kues. Ja, wir sind jetzt hier gerade im Riesenrad unterwegs, was im Juli immer hier aufgebaut wird. Wie teuer war die Fahrt? 4 € für die Erwachsenen, 3,50 € für Kids. Und ich muss sagen, es lohnt sich wirklich immer für einen Top-Blick über Bernkastel-Kues. Man sieht auch nochmal unser Schiff. Man sieht nochmal die Burg und es ist einfach bei dem Sonnenuntergang wirklich sehr, sehr schön. Wir hatten jetzt auch gerade in einem kleinen Weinstübel Einkehr gehalten, leckeren Wein getrunken. Richtigen, echten Moselwein. Und da haben wir uns gedacht, den müssen wir uns auf jeden Fall auch mitnehmen. Es war wirklich auch toll. Die Bedienung hat uns super bedient und beraten. Also top. Kleiner Geheimtipp nochmal für euch. Wenn ihr mal hier seid, unbedingt auch mal den Wein hier aus der Region probieren. Ja, wir machen uns nach der Riesenradfahrt jetzt gleich zurück aufs Schiff. Da steht dann noch das Abendessen an. Dann ist noch 80er Musik zum Auslaufen nachher. Dann werden wir uns sicherlich noch einmal melden. Und wir genießen jetzt noch ein bisschen unsere Fahrt hier im Riesenrad. Abendliche Grüße aus Bernkastel-Kues. Ja, den Tag haben wir jetzt perfekt nochmal abgerundet mit einem leckeren Abendbrot hier an Bord der Arosa Flora. Gerade kam auch nochmal die Lady Deletta vorbeigefahren. Mhm. Da hat auch jemand uns gewunken, haben wir fleißig zurückgewunken. Ja, und jetzt lassen wir langsam den Abend ausklingen. In einer Stunde laufen wir dann auch aus. Morgen geht es dann nämlich zum nächsten Ziel nach Mering und da haben wir auch wieder was vor. Genau, einiges vor tatsächlich. Wir wollen dann auf jeden Fall auf den Baumwipfelpfad, glaube ich, so einfach auszusprechen. Und dann natürlich auch noch uns Trier anschauen. Da haben wir schon einige Punkte, die wir unbedingt uns angucken wollen und freuen uns drauf. Jetzt lassen wir den Abend ganz entspannt hier auf dem Balkon ausklingen, gucken uns dann nachher das Auslaufen an und wünschen euch einen schönen Abend und freuen uns, wenn wir morgen wieder einschaltet in Mering bzw. Trier. Genau. Und wenn wir ganz nett sind, seht ihr jetzt gleich noch ein paar Szenen vom Auslaufen hier aus Bernkastel-Kues. Mhm.